Saki. Von mir aus. Solange wir noch können. Weißt du, würde ich oder könnte ich meine Videos monetarisieren, wäre das jetzt definitiv nicht werbefreundlich. Ich glaube, das sind die alle nicht vom Battlegrounds bei keinem Spieler. Ja, wegen dem Spiel. Brandon kassiert bestimmt die ganze Kohle. Außer man macht vielleicht die asiatische Version mit dem blauen Blut. Ja. Aber selbst da. Dann kriegst du andere Aggressionen, weil dann bist du auf einem asiatischen Server, da hacken sie. Hier ist aber keiner, oder? Da hinter uns irgendwie, aber der landet viel früher. Ja, der landet bei diesen, die bei landen die bei beiden den landen Turm. Bei dem Haus, da wollen wir damals mal hingehen und mal schon. Sehe ich mal kein Auto. Außer ein Buggy, aber der bringt uns nicht viel. Schau mal, den Bau gehen wir rüber, keine Panik, ne? Nö. Ja. Dirk, der haut ab! Ich fahr zu meinem heimlichen Team. Töte es, bevor es Eier legt. Die warten auf mich in der Endzone. Ich würde ja schießen, aber irgendjemand ist in die Halle reingegangen. Da ist ja auch keine Waffe gewesen. Ha! Willst du eine Nate schmecken, ha? Soll ich eine Nate schmecken? Rausschmeißen? Was? Was? Willst du eine, ich möchte eine Nate schmecken? Hier, schmeckt meine Nate. Das sind noch keine gewöhnlichen Schokobons, Tobi, da ist was dran. Irgendwie. Meine Halle war auch sehr gut, da war immer eine Pfanne drin. Er hat eine Flashback geworfen. Interessant, die hört man bis hier schon mal überhaupt nicht. Ja gut, die macht ja auch nicht Bumm. Ja, aber die macht schon so ein komisches Geräusch. Oh, eine Schrotze. Wolltest du das damit sagen? Nö. Warum ist hier die Tür offen? Bin ich durch die Haupttür reingekommen oder wo bin ich? Ich weiß gar nicht mehr, wo er reingekommen ist und wo nicht. Ich habe eine Car. Das hat er dich gern, pass auf. Und einen Fährersucher. Du hast den nicht gern, den Tobi? Oh, Dirk. Super. Ich sag's dir, wenn du jeden YouTube-Channel aufmachst, ey, dann lass ich meine Connection spielen. Dann wirst du gehatet. Das ist nicht schlimm. Der neue Drachi? Wer? Dirk. Ja. Dann sagt er, come to me! Der gute Dirk Winky Winkler. Winky. So, Kugelschlauch. Ja. Hier oben steht noch ein Buggy. Also, notfalls hat man zwei Buggys. Och, geil, eine AK. Was macht die Waffe für mich glücklich? Ich glaube, ich schmeiß die K weg. Schmeiß die K weg? Ja. Braucht keiner, ne? Schmeiß das K weg. Komplett. Schnellwechselmagazin. Was habt ihr so waffentechnisch? Ich hab eine AK und eine Schrotze. Okay. Also, nicht gerade berauschend. Ja. Aber auch nur 30 Schuss für die AK. Aber ich hab Vorteile für die AK. Ah, ich hab keinen Rucksack. Spiel ist so ungewohnt. Ich will mit meinem Krüppel fahren. Boah, das wär's, ey. Mit dem Krüppel hier rumfahren. Bam, 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 bam.
Lenkrakete vorne weg. Wärmesuchrakete meine ich. Könnte was, ja. Meint ihr, ich finde hier irgendwo einen blöden Rucksack? In dem Supermarkt war noch. Oh. Du hast vielleicht keinen Rucksack und ich habe 30 Schuss. Ey, normal findest du doch eigentlich immer AK-Muni, findest du doch wirklich viel, ne? Ja, nur 5, 5, 6 ist immer irgendwie. Ich habe einen Rucksack. Für mich ist es gerade so, dass ich gar nichts in beiden finde. Bei mir geht's jetzt eigentlich. Ich habe jetzt. Manche wollen schon wieder klettern. Das ist echt so. Wenn du das gewohnt bist, dann noch einmal wieder. Also, ich habe immer noch eine Zweierschrotze und 30 Schuss für die AK. Und kein Visier, kein Rotpunkt, kein Holo, nix. War ich da schon drin? Lol. Jetzt habe ich einen Scope gefunden. Schon mal wenigstens eins von beiden. Ich habe noch einen Vierer Scope. Hier liegt noch ein Mantel, falls ihr einen braucht. Ich habe noch einen Zweier Scope. So, Fahrrad. Leute. Haben wir ein Auto? Ja. Ja. Okay. Zwei okay. Buggy. Genau ins letzte Haus. Einer ein taktisches Lager zufällig? Nein. Ich hab AK und Schrotze, hab noch Vierer Scope zwei Stück, ein Zweier Scope, Kugelschlaufen für die K. Ja. Ja, ich hab noch ein Extended Mag, ein Wangenholster, ein Kompensator, alles für SR. Tobi brauchen, ne? Denn da? Noch ein Vierer Scope. Wo war denn jetzt der andere Buggy? Oben in der Halle. Ah. Aber da wo Dirk ist, kann hinter ein Stück weiter hinter. Dirk läuft jetzt auch in die falsche Richtung. Aus der Stadt raus an der T-Kreuzung, da wo Tobi gerade hin war. Ja. Oder Dirk, ich weiß nicht, wer es von beiden ist. Ich lauf gerade zu dir. Ja, der andere läuft. Vorne am roten Baum, Tobi hat ihn gesehen, ne? Hä? Hab ich? Ja, bei 255, der rote Baum. Da rechts daneben steht er. Ah. Hast du noch ein Vierer Überstück? Wie bitte? Ja, klar, hast du noch Vierer. Hier. Ich weiß nicht, Scheiße, kannst du nicht sprache. Was der Fang, glaube ich, jetzt. Hier drunter liegt Mann. Der. Mann! Okay. Ich hab noch einen Vierer. Und dann Zweier. Alter, ey. Also Zweier kann ich hier abdrücken, ne? Auch gleich. Ja, zwei habe ich auch gehabt. Tobi, oder hat er schon Vierer? Wir haben Vierer. Okay. Ich habe jetzt SKS und M416. Kommt ihr? Ja, ja, ich fahre hier über die Hügel. Ich komme da sonst nicht rum. Du bist ja nicht weit, bis nach Georgopur. Weit nicht, aber wir müssen über die Brücke theoretisch. C. I got a nade for you. Hallo Tobi. Hallo Tobi. Soll ich mal eine Nade schmeißen? Ja, ha? Ich meine eine Nade schmeißen, ne? Soll ich dir ins Gesicht kacken? Ha? Kinderfreundlich ausgeschaltet. Ich finde das lustig. Das steht ja. Da.
Nee, stehen tue ich da nicht drauf, ich find's lustig, ja. Nee, stehen nicht, das ist ja dann im Gesicht. Doch, doch, stand da auch schon drauf. Er stand da auch schon, das stimmt. Ja, also sein Weihnachtsbaum. Ist das ein scheiß Kerl, ey. Wieso fahren wir weg von der Zone? Ich wollte die Straße hier runterfahren. Thomas will safe sein, weißt du? Ich wollte zu unseren Häusern. Ah, wo? Juknopf? Eiknopf. Und dieses Geräusch, ey. Ich froh, wenn dieser neue Buggy-Sound reinkommt, ey. Der Boost ist immer der geilste Geräusch. Mhm. Ah. Und wir fahren. Hallo, Tobias. Dein Mantel hängt schon wieder unten unter dem Wagen durch. Ja, das sind meine zwei Waffen, gell? Die gucken das unten sind dein, raus. Das ist dein Mantel. Bei mir sind es die Waffen. Das ist der Mantel. Das ist der Mantel. Oh, wie kann man nur so schadenfroh sein, echt? Oh, ne, jetzt. Ich hab's auch was getan und ich wollte dann extra. Ich hab schon nach hinten geguckt, ob's ihm auch passiert. Scheißkarre von euch da. Im Gegensatz zu deiner hat die noch keinen Überschlag hinter sich. Ja, aber meine hat sich wieder aufgerichtet. Als wäre nichts gewesen. Jetzt abgeschüttelt. Deine Scheißkarre hatte nur Schiss. Die ist sowas nicht gewohnt. Die hat rumgeheult wie so ein kleines Mädchen. Meine Karre ist halt ein richtiger Kerl, ey. Hat sich gedacht, boah! Ich schmeiß mich hin. Das lag bestimmt an dem Mantel, weil der hängt ja unten durch. Das war bestimmt der Schlag an dem Mantel. Ja. Das war bestimmt, das lag, das war. Halt's Maul, Alter! Das war eine gute Kombo, die da rauskommt. Ah, die Sad Boys. Halt's Maul, gerade du musst dich melden, ey. Von uns ist keiner traurig. Dirk. Wir sind nicht sad. Wenn überhaupt sind wir vielleicht mad, aber nicht sad. 5, 6, 30 Schuss, ich kann nicht. 7, 6, 2 Muni bräuchte ich, aber hat keiner, ne? Ich hab 200 Schuss oder so. Was? Was? 185. 5, 7, 2. Ich hab noch 40 Schuss in meiner SKS. Ist scheißegal. Guck mal hier, ich kletter hier drüber. Ach, geht ja gar nicht. Drecksspiel, ey. Sogar drin hier. Sehen, ob da hinten ist auch noch zu, glaube ich. Ne? Komm, da nimmt sich jeder einen Buggy und lässt Dirk hier. Dirk, da hinten steht ein Jeep bei S. Ja, ich komm gleich. Ich will auch die ganze Zeit klettern, aber irgendwie. Ja. Der steht wirklich oben an der Straße, der Jeep, Dirk. Ja, schon. Ah, nochmal AK-Munition. Oh, hier ist offen. Echt? Ja. Ah, fuck. Ist jetzt halt die Frage, ob die noch hier sind. Ja.
Wobei ich könnte mir vorstellen, dass die da vielleicht weitergegangen sind. Die Kiste kommt hier wunderbar in der Nähe runter, gell? Ja, ich hab auch gesehen. Aber wenn die schon da waren, kannst du nicht landen. Das ging von der Zone her nicht, ne? Sehr schwer zumindest. Du hast ja gerade runtergeflogen. Und wenn die an unseren Häusern nicht waren. Die sind bestimmt hinten, zu 105 zu den Häusern, oder? Ja, das meine ich, das meine ich. Dass die darüber sind. Aber wären sie da nicht eher gelandet in an den kamen Häusern? Die von da, sind da rüber, haben hier ein Auto gefunden und sind weg. Ich weiß, keine Ahnung. Ich gehe da jetzt auch nicht rein, das riskiere ich nicht. Nicht? Das wird eh nichts sein, für zwei Häuser. Wenn die jetzt schon drin waren, dann kann da nicht mehr viel sein. Mein Lagenrucksack. Nein, sie. Ja. Die Sporttasche. Der E-Spec. Die Häuser mit dem Garagenhaus, die sind noch nicht offen. Die sind noch zu. Lebt auch noch AK-Muni. Eine Ska-L, Alter, nice. Tschö. Ciao. Mach's gut. Das ist die Kiste. Wo? Bei NE60. Ich sehe den roten Rauch, der ist jetzt gerade verschwunden. Ich stehe da hinterm Hügel. Ja, was soll ich sagen, ey? Ich habe mir schon ein 27 Zoll Bildschirm rausgesucht, ey. Echt? Ja. Aber nicht Full HD, oder? Doch, weil das andere ist mir viel zu teuer. Ich habe kein Geld, scheiße, und auch kein Goldesel oder so eine Scheiße. Darum geht's ja nicht. Aber 27 Zoll Full HD ist die Pixeldichte einfach zu klein. Das sieht matschiger aus wie jetzt. Und so ein Zoll voller D ist geil. Das ist, was Dirk möchte, ne? Für den anderen PC da. Jo. 24 Zoll voller D und 144 Hertz. Die liegt kostet, noch, glaube ich, sowas um die 200. Roundabout. Ja, zu teuer. Ja, ich gehe mir einen Monat einen Arsch aufreißen und das sind 200 Euro zu viel für sowas. Ja, gut, aber ein 27 Zoll Full HD, für wie viel kriegst du, kostet der denn? Der kostet auch nicht viel weniger. 149, das sind über 50 Euro weniger. Oder 50 Euro aber weniger. Ob sich das dann lohnt? Ich lieber noch ein Monatchen zu sparen oder so? Gut, vielleicht ist es ja Weihnachten. Sparen klappt bei mir auch gar nicht. Und Weihnachten brauchst du da nicht mit anfangen, ich will keine 5 mehr. So extrem Weihnachtszeug kriege ich nicht. Ja gut, das weiß ich ja nicht, wie das bei ist. Kommt die Oma und sagt, hier Junge, iss ein bisschen Schokolädchen. Das war es. Ja. Oder nicht? Genau so redet meine Oma, ey. Schokolädchen. Vor allem mit diesem Dialekt. Genauso. Ja. Kriegt der Junge Schokolade. Wie würdest du deine Oma wirklich sagen? Du bist ganz schön fett geworden. Oma Berg, 120 SE, Tobin weiterlaufen, such die Deckung. Ja, ich hab ihn gesehen. Setzt die Fotze sich ins. Oh, hab ich nicht gesagt. Lebt er noch? Ja, beide am Auto. Weißt du was? Ausgenockt. Ein Kill. Wo ist der andere denn? Dahinter. Wo der Typ gestorben ist, direkt dahinter. Ja, von meiner Position aus nicht ersichtlich. Ja, von meiner auch nicht. Stein, kann ich nur sagen. Ja gut. Der sitzt da in der Kuhle drin.
Oh. Dich? Ja. Frag mich aber nicht, woher. Ich schätze Osten oder so. Ich glaube auch. Also man hört da auf jeden Fall was. Ist der dead, Alter? Ja, ist dead. Ja, warum liegt denn da noch eine Leiche rum? Was soll das denn? Kiste, direkt links neben uns. Ja, aber da ist auch einer. Unser Auto wurde mir angeschossen. Oh. Kommt ein Auto hin, oder? Jo, sind ausgestiegen. An der Kiste, oder was? Ja. Dead. Osten. Wieder etwas Größeres. Ja, oben an den Bäumen irgendwo bei E105 so im Wald. Vor uns an der Häuser kurz vielleicht? Warten, ob wir laufen müssen oder nicht. Ja. Irgendwo an der Häuser da in die Richtung. Ich glaube weiter oben im Wald sogar noch. Von hinten kommt was. Da ist er einer an den Häusern. Von den Häusern kommt auch einer. Sehe ich den wieder nicht? An der roten Kiste. Ja gut. Hinter der roten Kiste. Noch einer. Ins Auto eingestiegen. Hinter der roten Kiste liegt aber einer. Mhm. Hinten, hinter uns Südosten Berg. Fuck, Alter. Einer irgendwo oben auf dem Berg und einer rennt unten am Wasser entlang. Bei 195. Stehen. Vorne Kiste wird gesmoked. Alter. Da hinten ist ausgenockt, aber rechts am Stein ist noch einer bei 195. Stein unten am Wasser irgendwo. Einer von denen, keine Ahnung, ich hab der mittlere. Ja, mittlere. Hinter der Kiste, der ist jetzt down. Okay. Ich werd von irgendwo angeschossen. War das der eine Typ jetzt wieder? Hinter der Kiste, der ist down. Ja, aber der eine ist im gelben Dutchie da unten weggefahren, wo ist der Wichser denn? Was siehst du, Ende? Er hat ihn ausgenockt. Da wo der Smoke ist? Der am Stein, den hast du ausgenockt, oder? Da ist noch einer am Stein. Ich höre den, aber ich sehe ihn nicht. Am jetzt selben? Naja, ist schon weiter rechts. Leute, die Zone kommt. Ja, ja, ich muss los. Sonst sterbe ich. Der wird schießen. 3, 2, 1. Oder der heilt sich hoch. Vorne an den Häusern. Norden. Die Häuser, wo wir immer sind, da ist ein Schusswechsel. Oh, okay. Ich hab die Nate geschossen. Ah, okay. Und irgendwo Richtung Nordosten kamen auch Schüsse. Heil mich gerade. Läuft links von uns hier, Richtung 240. Da kommt ein ganzes Team von Osten der Berg runter gerannt. Die sind noch nicht drin. Und hinter uns, der kommt wahrscheinlich auch noch, oder? Da kommt er! Okay. So, jetzt kann ich mich wieder auf die Häuser konzentrieren, ne? Es ist hinter uns frei. Bei E kommen die runter, sagst du. Ja, vorne sehe ich einen Osten. Und Traktor? Oh, fuck, man. Richtung Traktor, ja.
Ich sehe auch einen. Hab einen. Ah, okay, das war der. Aber da kommen die bei dem Traktor irgendwo, müssen die hochkommen. Weil da hat er sich gerade hingedreht. Wir müssen halt zu den Häusern pushen, ne? Weil wir müssen da rein. Mhm. Also die Richtung, sonst haben wir Arsch geachtet. War bei den Häusern einer, Tobi, hast du das gesehen? Nee, ich habe nur Schüsse aus der Richtung gehört. Da steht ein Dutch, ja. Am Hang. Mhm. Wenn sie die nicht im ersten Haus vorne rechts, glaube ich. Wahrscheinlich im Garagenhaus. Ja, im Garagenhaus oben am Balkon. Hab's ja gesehen, da dachte ich mir schon fast. Einfach nicht drauf eingehen jetzt gerade. Und hier treffen die uns eh nicht. Wenn, pushen die runter. Schnell in das Haus laufen. Auch direkt hoch und gucke. Einer ist ausgenockt auf dem Garagendach. Also Garagenhaus muss. Im einen habe ich einen Helm weggeschossen, im Board auf jeden der Fall. Der eine liegt tot unten, da unten liegt eine Kiste. Das ist bestimmt eine andere. Auf jeden Fall müssen wir raus hier. Oh, Entschuldigung. Schlimm, ich guck mir gerade noch rechts die Ecke an. Die sind oben am Fenster. Guck noch kurz irgendwie mal hier rein schnell. Die hat nochmal kassiert ordentlich oben drin. Ich bin ausgenockt worden. Oh, fuck. 75 die Richtung. Ja. Ich hab mir in Sicherheit. Instinktiv Headshot. So schnell hat er geschossen, Alter. Ich erlebe. Oh oh, Zone. Oh Gott. Nein, was tue ich denn? Gut, dass ich mein erste Hilfe Kofferchen genommen habe. Kofferchen. Koffer. Ich glaube, die anderen beiden habe ich geholt. Ne? Ja, ich hab's gemerkt. Einer ist ja bei E am Baum. Ausgenockt. Okay, 60 am Stein. Oben noch einen geholt. Unten ja, oder oben? Unten. Einer, der pusht jetzt. Zwei Leute sind da unten. Wo sind das? Straßenhöhe oder noch weiter unten?
Weit, hoch, noch weiter unten, unten Straße. Der eine kommt jetzt hochgerannt. Ich... Sehen. Am Stein. Vor uns. Vorderer oder hinterer? Der Vorderer ist direkt am Zonenrand. Ach nein, was tue ich denn? Der andere kommt von unten, vom Stein. Chopper killed! Ein Kill, ey. Schon wieder so eine richtige Kackrunde. Boah, war aber echt intensiv dafür, dass es die erste war, ey. Krass. Oh ja, ich weiß auf jeden Fall, K ist einfach nicht meins. Absolut nicht. Lieber Mini. SKS ist aber auch nicht meins. Mini oder SKS? Die SKS, die zieht mir nach einem Schuss immer zu viel hoch. Du kannst damit nicht schnell hintereinander schießen. Die Mini bleibt da immer stabil. Da kannst du öfters Dauerfeuer schießen, so ein bisschen.